Mit dem Video und dem Attest glaubt Dirk Stenzel, genug Gründe für den schroffen Rauswurf seiner Frau in der Hand zu haben. Doch Ingo Lenzen traut dem uneindeutigen Filmmaterial nicht und lässt Mitarbeiterin Sarah Grüner in dem Fall recherchieren. Ingo. Hallo Sarah. Du musst uns helfen. Okay. Also pass auf. Ich möchte, dass du dir auf den Social-Media-Kanälen die Personen von Frau Stenzel anguckst, von Herrn Stenzel, also Dirk Stenzel, und von einer Birgit Werther. Das ist die neue Freundin von Herrn Stenzel. Ja, okay. Ja? Bitte, das schaust du dir alles ganz genau an. Und dann möchte ich sämtliche Hintergründe zu diesem angeblichen Vorfall haben. Ja? Okay, gut. Wie hoch ist der Schaden? Welche Erkenntnisse gibt es aus dem Krankenhaus? Und so weiter und so weiter. Ja? Ja, ich kann. Würdest du das machen? Das wäre total lieb. Klar. Ingo Lenzen hofft, dass seine Mandantin noch weiß, was zum Zeitpunkt des Videos passiert ist. Denn nur dadurch kann Hanna Stenzel entlastet werden. Doch auf dem Weg zu der 40-Jährigen erreicht den Anwalt ein Hilferuf von deren Schwester. Herr Lenzen, gut, dass Sie so gut schnell gekommen sind. Hallo. Na du? Hanna ist verschwunden. Was heißt, sie ist verschwunden? Ich weiß auch nicht, wo sie ist. Ich war nur kurz im Nebenzimmer und habe Liam gestillt und gewickelt. Und dann kam ich wieder und alle ihre Sachen waren weg und sie war weg. Und ich habe noch hier einen Zettel gefunden. Ganz, ganz ruhig. Ganz. Danke für alles. Ich liebe dich, Hanna. Das war das Einzige, was sie da mir hinterlassen hat. Ich habe einfach so große Angst, dass sie jetzt wieder auf der Straße ist und ganz alleine, ohne irgendwelche Hilfe. Mhm. Ich habe jetzt erstmal meinen Mann Matthias angerufen. Der kommt gleich von der Arbeit nach Hause, um sich um Liam zu kümmern, damit ja, ich Hanna suchen kann. Du, Ben, hör mal, wir haben Sorgen. Ja, hier, die Schwester der Mandantin ist weg. Hanna, die ist weg. Die ist einfach weg. Es wurde doch gesagt, dass sie sich in der Nähe des Bahnhofs aufhält, oder nicht? Zum Bahnhof? Naja. Okay, also alles klar. Das ist die einzige Idee, die ich hätte. Gut, dann fahr zum Bahnhof und such Frau Stenzel. Alles klar? Okay, alles klar, mein Lieber. Bis später, ne? Danke, ciao. Ich bin so schnell gekommen, wie es ging. Das ist ja Herr Lenzen, der Anwalt, mein Mann. Tag, hey, genau. Hallo. Ich habe ihn sofort gerufen, damit er sich um Liam kümmert. Und Hallöchen. Hat sie Ihnen was von dem Unfall erzählt? Nein, wieso? Ich will Ihnen was zeigen. Schauen Sie sich das Video mal an. Er behauptet, dass sie ihn angefahren hat. Das kann nicht sein. Das glaube ich einfach nicht. Hanna würde sowas niemals tun. Wissen Sie, was es bedeuten würde? Das wäre eine Straftat. Das wäre versuchter Totschlag. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass sie keinen Unterhaltsanspruch gegen ihn hat. Ja, aber egal, wie sehr sie sich gestritten haben davor, das hätte sie niemals gemacht. Das müssen aber Sie mir glauben. Er hat mir gesagt, dass er Verletzungen hat. Nachgewiesene Verletzungen, Rippenprellung, Quetschung. Aber das kann nicht sein. Man sieht doch gar nicht mal ganz genau, ob sie ihn anfährt oder nicht. Er kann sie ist ja jetzt weg, oder? Also das sieht man nicht, aber er kann die Verletzungen vorweisen. Ist doch möglich, dass er deswegen abgehauen ist. Ja, aber das glaubst du doch selber nicht, oder? Ja, warum ist du so? Kennst Hanna doch auch. Sie würde sowas niemals machen. Ich weiß, aber es ist schon seltsam, findest du nicht? Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Hanna vielleicht unser Gespräch heute Morgen mitbekommen hat. Was für ein Gespräch? Also, naja, wir beiden haben uns heute Morgen darüber unterhalten, wie das jetzt ist, wenn wir längerfristig hier zu viert wohnen sollen, also auch mit dem Kleinen zusammen. Und es kann sein, dass sie das mitgehört hat und dann ein schlechtes Gewissen hatte oder sich nicht willkommen gefühlt hat oder ich weiß es nicht. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach ihr. Ja, ich komme mit. Ben Handke klappert bereits alle einschlägigen obdachlosen Schlafplätze ab. Daher konzentrieren sich Janina Hegener und Ingo Lenzen auf Notunterkünfte und Campingmöglichkeiten in der Umgebung. Doch sowohl in der Nacht als auch am nächsten Morgen bleibt die 40-Jährige verschwunden. Und es kommt noch schlimmer. Das hat er ja nicht gemacht. Ja, das Bedienen stimmt. Bedienen Sie sich bitte. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Super, dass Kaffee da ist. Das ist Dirk. Ja? Nein, Hanna ist nicht da. Sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Du kannst doch nicht einfach... Hallo? Hallo? Was ist los? Was hat er gesagt? Einfach aufgelegt. Ja, was sagt er? Er hat doch tatsächlich Hanna angezeigt, wegen gefährlicher Körperverletzung. Oh, ja.
Also, dann wird sie demnächst eine Ladung von der Polizei bekommen. Ist nur die Frage, wo stellen die die Ladung zu? Das kann doch nicht wahr sein, als ob sie nicht schon genug Probleme hat. Da haben Sie recht. Sarah? Hi. Du, unser Verdacht hat sich bestätigt. Also Herr Stenzel und Frau Bertha müssen auf jeden Fall schon länger zusammen sein. Ich war gerade auf ihrem Social-Media-Profil und die hat schon vor 3 Monaten Fotos mit ihm gepostet. Und die waren auch sehr eindeutig. Dann könnte es aber gut sein, dass der Streit, den die beiden gehabt haben, genau darum ging. Ich habe Angst sein. Und wahrscheinlich hängt die ganze Eskalation, die mit dem Autounfall zusammenhängt, genau daran. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Wir sprechen später miteinander, ja? Alles klar, gut. Wir müssen unbedingt ihre Schwester finden, weil wir müssen deren Version hören. Ja. Wir müssen wissen, was sie wahrgenommen hat. Und vielleicht hat sie auch wieder ein Erinnerungsvermögen zurückgewonnen. Ja. Ohne die Aussage von Hannah Stenzel könnte deren Ehemann mit seiner Anzeige durchkommen und damit der Verpflichtung zum Trennungsunterhalt entgehen. Eine Katastrophe für dessen mittellose Frau, von der weiterhin jede Spur fehlt. Ingo. Ja, ich weiß nicht, wovor Stenzel ist. Ich laufe immer noch im Kiez hin und her, ich gucke, ich weiß es einfach nicht. Vielleicht sollte ich irgendwo... Ingo, warte, ich melde mich von dir aus dem Kiez. Verpiss dich aus dem Kiez, ja? Nicht so. Lass denn die Frauen aus? Was machst du denn, Mann? Verpiss dich hier! Robert, das willst du nicht, Alter. Ja, Mann, dann ist gut, Alter. Hau ab, Alter. Ist. Frau Stenzel! Frau Stenzel! Nur mit Mühe kann Ben Handke die verängstigte und entkräftete 40-Jährige überzeugen, sich ihrer Schwester und Ingo Lenzen anzuvertrauen. Offenbar hat Ehemann Dirk Stenzel ihr durch den skrupellosen Rauswurf und systematische Demütigung in der Ehe sämtliche Selbstachtung geraubt. Oh, Gott sei Dank. Wo warst du? Geht's dir gut? Mir geht's gut, ja. Gut, komm, dass Sie mal rein. Sehr gut. Vielen Dank. Gerne. Kommen Sie rein. Ich verstehe gar nicht, warum du weggelaufen bist. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ja, ich habe gestern früh mitbekommen, wie ihr über mich geredet habt. Und da dachte ich, ich falle euch nicht weiter zur Last. Und ihr habt ja auch so viel zu tun mit dem Kleinen. Und ja, aber das tust du nicht. Das ist ein Riesenmissverständnis. Natürlich bist du willkommen hier bei uns. Wir kriegen das schon hin, okay? Ja, wirklich? Ja, das ist keine Frage. Okay. Ich mache euch beiden erstmal einen Kaffee, okay? Ein Kaffee wäre super. Ja. Vielen Dank. Haben Sie mittlerweile Ihr Erinnerungsvermögen zurückgewonnen? Leider noch nicht. Ich kann mich an nichts erinnern, was passiert ist. Gar nicht? Gar nicht, überhaupt nicht. Ich zeige Ihnen vielleicht was. Schauen Sie sich das mal an. Vielleicht helfen Ihnen die Bilder, sich zu erinnern. So. Und Sie geben Gas. Oh Gott. Oh Gott, habe ich ihn angefahren? Das behauptet er. Ich weiß es nicht. Er hat sie auf jeden Fall angezeigt. Oh Gott. War er verletzt? Ja. Oh Gott. Boah, danke, danke, danke. Ich habe ihn angefahren und verletzt. Mhm. Hast du es gesehen? Ja, ich hab Dirk angefahren. Na, das glaube ich nicht. Mit Absicht. Das glaube ich nicht. Man sieht doch überhaupt nicht, dass du ihn angefahren hast. Ich erinnere mich aber nicht. Entschuldigung. Aber das würde ja erklären, warum er so ist. Heiko. Sarah. Du, mir ist aufgefallen, dass das Attest von Herrn Stenzel im gleichen Krankenhaus ausgestellt wurde und dem auch seine Frau gelegen hat. Ja, das ist ja nicht so verwunderlich, oder? Ja, gut, das erstmal nicht, aber ich will auch eigentlich auf was anderes hinaus. Und zwar habe ich mir daraufhin nochmal die Webseite von dem Krankenhaus etwas genauer angeguckt. Ja, und dabei ist mir jetzt was aufgefallen, was mir doch sehr verdächtig vorkommt. Ich würde dir gerade mal ein Foto zuschicken, ja? Ja, mach das mal. Okay, gut. Was sagst du dazu? Oh. Mit dem Fundstück seiner Mitarbeiterin hat Ingo Lenzen endlich einen Hinweis darauf, dass Dirk Stenzel bezüglich des Unfalls lügt. Der Anwalt ist überzeugt, dass der skrupellose Ehemann dadurch nur die Unterhaltszahlungen vermeiden will, die seiner Frau zustehen. Schatz, was ist denn hier los? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Frau Werther, was hier los ist? Muss ich Ihnen gleich mal zeigen. Na, das Bild kennen Sie doch, oder? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Nein, wissen Sie nicht? Das ist Ihr Foto. Haben wir von der Krankenhaus-Homepage.
Da arbeiten Sie doch als Verwaltungsangestellte, oder? Nicht nur die Recherchen von Team Lenzen bringen den Ehebrecher und seine neue Freundin in Bedrängnis. Die Konfrontation frischt auch Hanna Stenzels Gedächtnis auf. Herr Lenzen, ich habe meine Erinnerung zurück. Ich weiß ganz genau, was passiert ist. Ich glaube, es ist besser, wenn jetzt alle gehen. Dann erzählen Sie. Ich habe dich überhaupt nicht angefahren. Das war genau hier. Wir haben hier gestanden. Da standen die beiden und haben mir eröffnet, dass sie jetzt ein Paar sind. Mann, ich will die Scheidung. Das ist doch logisch. Ich bin jetzt mit Birgit zusammen. Aber wir sind verheiratet. Und Birgit hat ihn geküsst. Und ich war so perplex und so neben der Spur. Ich habe mir den Schlüssel gegriffen. Dann bin ich runter zum Auto, losgefahren. Und im letzten Moment habe ich gesehen, dass der Dirk mir vors Auto gerannt ist. Und dann habe ich das Lenkrad rumgerissen und bin gegen die Mauer gefahren. Und ich habe dich gar nicht angefahren. Das war der Unfall. Ja. Der Unfall ist nur geschehen, weil sie ihm ausgewichen sind. Du Mistkerl, wie kannst du meiner Schwester sowas antun? Das heißt, sie haben dadurch eigentlich ihr Erinnerungsvermögen, was sie nicht mehr hatten, ausgenutzt. Ja, das war der Plan, das war die Idee. Naja, Idee. Und dann kam ihnen gerade recht, dass sie als Verwaltungssachangestellte im Krankenhaus arbeiten und sie haben ihm dann ein falsches Attest ausgestellt, oder? Ja, ich habe das Attest gefälscht. Genau. Hältst du mir jetzt auch noch den Rücken? Ich musste das, sonst hätte ich jetzt nur noch hier vom Dreck umgeben, oder was? Jetzt mal ganz langsam. Sie sind von der Wahrheit umgeben, mein Lieber. Ich glaube, der Herr Staatsanwalt hat die richtige Antwort für Sie. Dirk Stenzel wurde wegen falscher Verdächtigung und Vortäuschung einer Straftat zu einer Geldstrafe verurteilt. Hanna Stenzel bekommt bis zur Scheidung den ihr zustehenden Trennungsunterhalt. Mit Janina Hegeners Hilfe hat sie eine kleine Wohnung und eine neue Arbeitsstelle gefunden.